Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come. Ich gehe jetzt auf den Weg nach Uschütze. Da ist ein Pilger auf der Straße. Scheint tatsächlich ein Pilger zu sein, kein Scam. Rätselsteller. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Kommt darauf an. Es ist kinderleicht. Ich stelle dir ein Rätsel. Löst du es, bekommst du das Doppel. Ja. Gut. Nun hör gut. Im Rittersaal stehen 10 Kerzen auf der Tafel. Ein plötzlicher Windstoß pustet die Fenster auf und 2 Kerzen aus. Ein wenig später erlischt eine weitere Kerze. Darum schließt der Diener das Fenster. Nun kann der Wind keine weiteren Kerzen auspusten. Wie viele Kerzen findet der Diener am nächsten Morgen im Rittersaal, die er erneut anzünden kann? 7, oder? 7. Nein, nein, Kamerad. Die Antwort lautet 3. Da der Wind 3 gelöscht hat, brennen die 7 anderen über Nacht herunter. So können am nächsten... Gräme dich nicht. Nur wenige knacken meine Rätsel. So. Dafür beklaue ich ihn auch. Wie Pferd einfach spawnt. Und so. Das ist natürlich dann, wenn man die Frage falsch versteht. Ich dachte, die würden natürlich dann auch ausgegangen sein. So. Du weißt ja nicht, ob er die wieder ausmacht. Aber gut, das ist natürlich die Interpretationssache. Weil er sagt ja eigentlich nur, die er wieder anzünden kann. Wer lässt denn Kerzen die ganze Nacht brennen? Auch total die Brandgefahr. Falle. Du nimmst im Dickicht Geräusche. Ja. Einfach weiterreiten. Ich mach das jetzt mit der... Oh, Thalmberg. Warum reite ich denn erst Thalmberg? Wieder nach Uschütze. Da hab ich schon gewundert, dass er da so... Das hat nichts mit Flugsalbe zu tun. Die reiten natürlich da weiter. Hindernis. Ja. Meiden. Und halt safe wieder Banditen. Die den Weg blockiert haben. Wo bin ich hier? Wo ist denn das Gasthaus? Da ist das Gasthaus, oder? Josef, wer ist das? Wie läuft's? Der Fischer meint, du hättest es auf... Ja, wenn du... Hier ist dein Geld. Ich weiß nicht, wo ich dann bin, aber... Weiß? Ich habe Josef besiegt. Alter, so weit weg. Holy shit. Also ich muss ja einmal rausgehen. Ich dachte, ich könnte mit ihm würfeln. Aber prügeln geht auch. Komm, Köter, wir gehen jetzt schlafen. Das ist doch die Schenke. Ja. Was war das?
Verschwende, verdammt! Hier hast du nichts verloren! Hallo Wirt, ich möchte gerne ein Zimmer bestellen. Sieh mal an. Na, ich hab nichts. Nein, sowas. Wie lange dauert das, bis ihn da jemand aus dem Bett wirft? Ist das ein Verbrechen? Wenn er dem Wirt nichts bezahlt? Wobei, eigentlich, ich wollte ja bezahlen. Wisst ihr, das ist ja der Punkt. Der Knackpunkt ist, ich wollte für das Bett zahlen. Der Wirt will natürlich nicht mit mir reden. Weil es mitten in der Nacht. So. Die Rezeption hat schon geschlossen, da muss ich halt einfach mir mein eigenes Bett holen. Oh, fuck. Was in Gottes? Was fummelst du da herum? Dieb! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Wachen, kommt her! Rasch! Antwort. Da drüben ist ein Dieb! Hey, das ist ein Vogt! Dieb! Du wurdest beim... Das wird toll. Heinrich Vogt. Typisch für mich. Also gut, nur so. Also, ich... Hilfe! Verhaftet den Dieb! Ich hätte nicht so lange das machen sollen. Ich wollte aber greedy sein. Da bin ich ganz... da muss ich sagen, da bin ich hier... Wie hoch ist mein Ruf jetzt eigentlich in U-Schütze? Oh, geht. Ich glaube, der war vorher bei 87. Jetzt mach ich das. Wo ist denn hier das mit der Flugsalbe jetzt? Ein neues Zuhause. Hier heute. Tanz mit dem Teufel. So. Zu dem Blauen muss ich hin. Die sind von der Flugsalbe auch ziemlich blau geworden. Gleich da drüben ist jemand. Auf dem Feld. Von draußen vom Felde, da komme ich her. Ah, ich habe ihre Brezel geklaut. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib... Und das hast du wo gehört? Und was schert... Das Kräuterweib schickt mich. Das Kräuterweib schert... Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Ist nicht ungefährlich. Warum geht es nicht? Sie sorgt sich um euch. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sicher gehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich. Aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen... Wir sind erwachsen! Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemand... Okay. Wilde Geschichten, die Sexorgien im Wald, ja? Erkennt sie nicht? Oh, jetzt soll ich mich nicht mehr mit den Frauen unterhalten, oder was?
Klaut ja auch ihre Brezel. Wie kannst du es wagen, mich... Hey, ein Dieb! Nicht schon wieder! Bleib hier! Oh, jetzt ist sie verschwunden. Oh, ne, da ist sie. Ich dachte schon, sie wäre jetzt verschwunden. Dann reite ich einfach zu der anderen. Da kann ich gleich gucken, wie... Oh. Schon wieder. Da kann ich gleich gucken, wie schnell mein Ruf sinkt. Eigentlich wollte ich das ja sein lassen mit dem... Mit dem Taschendiebstahl, aber... Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie hat das... Es hat sich irgendwie so ergeben. Okay. Ich mag dieses Gelände hier von Uschütze nicht. Ich scheine auch irgendwie ewig zu brauchen, um irgendjemanden zu finden, bei dem sie jetzt mich verpetzen kann. Hätte sie nicht eine Kurve gemacht, so, dann wäre das gar nicht schlimm gewesen. Hätte sie mich gar nicht erwischen können. Fuck. Heilige Maria, Wachen, kommt her, rasch! Nein! Nein! Nicht schon wieder! Ach, ich wasche mich jetzt einfach. Da ist ein Dieb! Wache! Da ist ein Dieb! Du wurdest beim Stehen. Du hättest dir das zweimal. Oh. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das... Also, ich dachte... Keine Bewegung! Okay. Okay. Wo ist denn die jetzt? Ach, die ist da unten irgendwo. Rennt die immer noch zum... zu der nächsten Wache oder... Soll ich die Wache beklauen? Nein. Ich habe da etwas von... Was? Wer hat dir das erzählt? Der Pfarrer könnte sich dafür interessieren. Gertrude schickt... Und was will sie? Nein, sie macht sich Sorgen, was ihr damit vorhabt. Was ich gehört habe, reicht schon für den... Der Schei... Wenn jemand Hexenwerk wie Flugsalbe kauft, was soll ich da denken, wofür die ist? Ich rate einmal wild drauf los. Für Hexerei. Und Hexen verbrennt man. Wir tun nichts Böses. Wir gehen nachts allein in den Wald. Schaden keinem. Okay, in welchen Wald? Auch bei. Er wartet jetzt. Oh nein, die Brezel vergammelt ja in seiner Tasche. Du wurdest beim Stehlen gesehen. Ach, was? So schnell wirst du die Sache. Willst du mich eigentlich verarschen? Dummer Sack. Du machst ein groß. Also, ich. Du bleib sofort stehen. Ich stehe doch die ganze Zeit. Eine Breze habe ich noch. Und das Trockenobst. Was ich dem Rätsel-Dude geklaut habe. Wenn mich jetzt nochmal einer anspricht, dann verklopp ich die. Ich sag's euch. Muss auch dem Talisman noch diesem einen Typ geben. In Sasau. Also jetzt kommt da eine Wache und sagt so Heinrich so,
Du darfst hier keine 5 Stunden lang auf dem Gehweg rumstehen. Auf deinem Pferd. Wobei es ja auch irgendwie ziemlich weird ist. Wenn einfach so irgend so ein Typ da die ganze Zeit rumsteht in seiner... auf seinem Pferd. Nicht gut. Weil ich mich eigentlich noch waschen würde. Wo ist denn hier ein Trog? Ah, da sind sie ja alle im Wald. Schön, dass ich Questmarker habe. Und nicht an irgendwelchen Leuten dann hinterher schleichen muss. Pam, 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 pam. Da gibt es 1000 Videos auf YouTube über dieses Pamperam aus Witcher 3. Ich weiß nicht warum, aber die Leute lieben das irgendwie. Witcher 3 muss ich eigentlich auch nochmal spielen. Also zumindest die DLCs. Ich habe weder Heart of Stones noch hier Blood and Wine gespielt. Blood and Wine habe ich mal angefangen. Tatsächlich. Alter, was ist denn da los? Hallo. Was ist denn mit euch? Ah, ich habe zu lange gebraucht, oder? Muss ich jetzt nochmal warten? Wir sind wieder zu Hause. Ich warte einfach am Feuer. Dort, wo ein lustiges Feuer prasselt. Ja? Denn am Feuer wird man nie bestohlen. Da schluckt auch der Teufel Kohlen. Kann er die essen? Ein Butterpilz, der für die Bliche auf sich zieht, für einen Menschen bei Verzehr potenziell lebensgefährlich. Kann jedoch in kleinen Dosen vielfältige Effekte erzielen und findet daher oft in der Alchemie Verwendung. Okay. Wenn wir den ganzen Fliegenpilz reinhauen, dann kocht der Magen auch schön über. Und das anders tuiert. Der reagiert so gut mit Säure, wisst ihr? Ich weiß gar nicht, was war das? Ich glaube, es gab auch irgendeinen anderen Pilz. Ich glaube, war das ein Schmierling oder so? Ich bin mir nicht sicher. Oder genauso wie mit Schierling. Was auch, glaube ich mal, mit Dings. Das wird, kann auch gut mit irgendeinem, mit irgendwas anderem. Ich weiß nicht, was das war. Gibt irgendeine andere Pflanze, mit der das verwechselt werden kann. Aber Schieling ist auch hochgiftig. Aber nur bei Wesen mit einem, ich glaube mit Säuremagen. Basischer Magen, scheiß drauf. Die Kuh kann das fressen und die hat da kein Problem mit. Aber die haben ja auch wieder einen anderen. So. Rataya-Turnier. Wo sind denn die Damen jetzt?
Was willst du? Ich sammle Kräuter. Ich sammle Kräuter. Kräuter am Arsch! Du bist der Schnüffler, der uns aushorchen soll. Verpiss dich! Will ich dich jetzt mit mir boxen? Da wären wir. Jede weiß, was sie zu tun hat? Ich weiß nicht. Gertrude wollte zum Ritual nichts sagen. Also wissen wir bloß, was wir selbst rausgefunden haben. Scheiße, mir ist so komisch. Hauptsache, die Salbe wirkt. Nun müssen wir uns bloß ein paar Zaubersprüche ausdenken. Beeilen wir uns lieber. Da sind seltsame Geräusche. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Bei Regen, Donner, Wetter, Flammen. Wenn der Wirrwarr ist zerronnen, wenn... Scheiße. Schlacht verloren und gewonnen. Was für ein Mist murmelst du denn da? Das war ich nicht. Das kam von ganz allein. Mir wird schwarz vor Augen und die Erde dreht sich. Vielleicht war es keine so gute Idee. Wir machen das nicht für uns. Unsere Ziele sind rein. Keine Sorge. Ruhe. Seid doch mal leise. Hört ihr das? Was sagt da, wer singt? Das sind die Baumwurzeln. Die Erde spricht zu uns, wie Gertrude sagte. Warum wird es so dunkel? Der Gesang ist zu laut. Es soll aufhören. Wenigstens ein bisschen. Mein Kopf tut weh. Haltet durch. Lass es zu. Lucifer, Morgenstern, wir sind hier, um etwas von dir zu erflehen. Was war das? Heilige Maria, bete für uns. Der Teufel in Kraft. Ich gehe ihm entgegen. Zeig ihm den Weg, dass er uns findet. Heilige Maria, voll der Gnaden, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Was betest du da zur Mutter Gottes? Du vertreibst den Meister noch. Hör auf zu beten und vom Tod zu faseln. Wir wollen andere Leben retten, weil unsere verloren sind. Satan, erscheine und bring die Pest über die Kuman. Ich eile dir entgegen. Fürst der Finsternis, hier sind wir. Komm zu uns. Fürst der Finsternis, hier sind wir. Komm zu uns. Oh. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh, willkommen. Fürst der Finsternis. Bitte, fühl dich wie daheim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen. Oh nein! Du unsere erfüllst. Fürst der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Ich gebe euch alles, wonach ihr verlangt. Ich gebe euch alles, wonach es euch... Ich wusste es. Doch dafür müsst ihr... Ach, Scheiße. Mir wird komisch. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mit mir gemacht? Oh Gott. Ich sehe schon, in welche Richtung das geht. Es dir nach der langen Reise? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Bin auf einem Astel geflogen.
hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen raus. Ich hoffe, bald findet sich einer. Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdreh ich manchem Burschen den Kopf. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Was denn, o Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns will... Mich! Nimm mich! Nein, mich! Was ist mit der dritten? Wieso sagt sie nichts? Und was ist mit der da? Christa, du Henne! Mach's Maul auf! Ich will dich, Huhn. Henne? Reibe ist toll. Oh nein! Oh mein Gott. Schloss knacken. Was? Okay. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiße aufs Schlafen. Was war das? Was ist das? Und da kommt jemand. Was ist los? War eine gute Idee. Gott verdammt! Das sind Yetis oder was? Warum haben die solche Bienen, solche Honiglöffel? Fünf Stunden lang. In gar wunderlichen Sphären. Okay. Erstmal das Schloss der Henne geknackt. Was ist denn hier passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Das sind keine Dämonen, sondern ganz normale Holzfäller. Wie soll ich das nur erklären? Ach, verfickte Salbe. Die Pest über die Alte. Was mache ich jetzt? Wie gespeichert. Mir ist auf jeden Fall nichts abhanden gekommen, das ist schon mal gut. Also eigentlich sind es ja Banditen. Oh, der Leisetreter. Nehme ich mit. Muss ich da jetzt die richtigen Gemeindepfarrer, was geschehen ist. Ich schnellreise einfach mal nach Uschitze. Ich muss sagen, das war tatsächlich jetzt etwas lustiger, als ich es mir vorgestellt habe. Natürlich, zum Glück kam es jetzt nicht zu dem Punkt, wo ich sagen musste, dass er jetzt eine Orgie mit diesen drei Frauen feiert. Das wäre ja, interessant geworden. Einfach 4 Stunden vor der Tür des Pfarrers warten. Guckt er sich so auf den Boden. Ein Penner. Eigentlich wollte ich 20 Minuten. Habe ich gehofft, dass ich 20 Minuten wird, aber es ist eine halbe Stunde, aber ist ja egal. Ist nicht so wild. Ah.
Gesunde Ernährung. What? What? Buschütze. 39. Was? Warum? Weil ich jetzt an diesem Ritual teilgenommen habe, oder was? 5 Tage gesunde Ernährung ohne Völlerei, aber auch ohne Selbstkasteiung zahlen sich aus. Das ist ein Bonus von 1 Punkt auf Vitalität und Agilität, okay. Wo ist denn jetzt der Pfarrer? Ah, da ist er. Pater Godwin. Ich habe etwas über das Hexenwerk in Uschütze erfahren. Ich habe mehr über das Uschützer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterwald bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott, was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Ich tat, was in meiner Macht stand. Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen. Denn uns trifft Mitschuld. Geh. Lass mich mit dem Herrn allein. Lebe wohl. Wie viele Rufe habe ich jetzt noch in Uschütze? Okay, mein Ruf hat sich anscheinend so verschlechtert, weil ich die Holzfäller getötet habe. Okay. Das ist jetzt in dem Punkt verständlich, würde ich sagen. Das ist nach dem schlechten Ende dieser Quest. ja. Wo ist denn der Händler? Tanz mit dem Teufel. Es ehrt mich, dass du... Gott behüt dich. Wenn ich jetzt bei ihm einfach was verkaufe, Händlerschwert, oder gibt mir nicht so gute Preise, aber... Okay, also. Das sind die schmutzigen Leisetreter. Ah, verdient er eine Menge Geld. Ich habe ihm aber schon früher einiges verkauft. Sonstiges, auch Fliegenpilze. Ruf verbessert. Wie viel Ruf habe ich jetzt? Immer noch 39, okay. Dauert wohl noch ein bisschen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann mehr Quests, die ich machen kann. Neues Zuhause. Bande in Bunde mit Herrn Kunos Lager. Das ist Band of Bastards, ja. Die Seuche. Warte, bis sich die Lage geklärt hat. Hergabe, ach, das Timeburger. Bettler. Wie dich das Treiben, Uschütze. Besiege Matsch, besiege Stampf, besiege den Fischer. Ach komm, den einen mache ich noch, den C-Typen. Vielleicht verbessert sich ja mein Ruf, wenn ich Leute in der Arena verprügel. Sieht ja keiner, aber. Vielleicht kommt Heinrich dann als harter Kerl durch und jeder weiß das zu schätzen. Zu deinen Dienst. Der Fischer. Ist das so?
Tja, wir hatten hier schon länger kein neues Gesicht. Falls du auf eine leichtere Keilerei aus bist, gehst du besser zu Mudge oder Josef. Ich will dir nicht prahlen, aber... Alles Gute. Hier ist sein Geld. Mal gucken, ob er es wirklich so drauf hat, wie er sagt. Der Fischer ist natürlich der härteste von allen. Weil er ist ja der Fischer. Der fischt immer. Fischers Fritz Fische, ja? Frische Fische. Von Fischers Fritz. Ich fast meine Flasche umgeworfen. Au. Oh, nice, eine Brezel. Den Apfel nehme ich auch gleich mit. Truhenschlüssel, getrocknete Pilze. Ich klaue dir dein Essen und esse es auf. Nom 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 nom. Siegerstampf. Ist jetzt mein Ruf besser geworden? Nein. Du hast gewonnen. Oh, stimmt, den Fischer kann ich auch gleich fragen, wenn er da drüben ist. MC Fischer. Guten Tag. Kämpfen. Haben sie dir das Hirn rausgehauen? Ich hab ge... Möge Gott über dich. Kämpfen wir! Oh, da unten ist dieser Matsch. Ja, okay. Mach ich beim nächsten Mal.